gegen 22.45 Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste alarmiert worden. Die Mitteilung war, dass es in Steinach im Pflegezentrum einen Brand gegeben hat. Es sind sofort große Einsatzkräfte verständigt worden, weil man auf Nummer sicher gehen wollte. Die Rettungskette hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch der Kriminaldauerdienst ist verständigt worden und hat jetzt nach ersten Ermittlungen festgestellt, dass wohl eine brennende Kerze oder vielleicht ein technischer Defekt als Brandursache im Raum steht. In diesem Pflegezentrum waren 22 Patienten, alles ältere Personen, untergebracht, die allesamt leicht verletzt wurden, einer von ihnen ein bisschen schwerer. Es ist auch eine Nachtschwester verletzt worden und zusätzlich noch ein Feuerwehrmann. Die Verletzten sind jetzt alle in Kliniken eingeliefert worden. Man hat dieses ganze Pflegezentrum komplett evakuiert, auch aus Vorsorgegründen, weil natürlich durch den Brand in diesem einen Zimmer die Rauchvergasung doch sehr, sehr erheblich war. Wie gesagt, die Rettungskette mit einem leitenden Notarzt und zwei weiteren Notärzten hat sehr, sehr gut funktioniert und man muss hier den Einsatzkräften wirklich ein Kompliment machen. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen haben die hier wirklich Schlimmeres verhindert.